auf diesem Fels sollen drei etruskische Gräber sein. Da werde ich jetzt mal hinstapfen. Also wo jetzt diese drei Gräber sein sollen, weiß ich auch nicht. Hier gibt es nur Löcher im Boden, beziehungsweise im Fels. Ja, wahrscheinlich sind sie das dann auch. Vor 2 Tagen habe ich einen Rechtsanwalt kennengelernt, der mir erzählt hat, dass es unter den Rechtsanwälten tatsächlich relativ viele Suizide gibt, weil der Job einfach nur tagtäglich Negatives mit sich bringt. Und klar, niemand braucht einen Rechtsanwalt für glückliche Stunden, sondern immer nur dann, wenn es Stress gibt, leuchtet da so ein. Er selbst ist 50 und möchte eigentlich seit 2 Jahren seine Kanzlei loswerden, damit er den Traum einer Weltreise auf Motorrad erfüllen kann. Doch er findet keinen Nachfolger, der bereit ist, die Kanzlei im Schwarzwald zu übernehmen. Wenn er einfach aufhört, dann muss er die Kanzlei für 2 bis 3 Jahre weiterführen, wegen der ganzen Altfälle, und verdient in dieser Zeit nichts. Er hat kein Einkommen. Er hat aber Kosten von 5.000 Euro im Monat. Das heißt, den Job aufzuhören, kostet ihn zwischen 120.000 und 180.000 Euro. Und damit wäre dann fast das ganze Geld weg für die Weltreise. Und noch viel mehr. Ja. Das wirkt sich tatsächlich auch nicht gut auf seinen Zustand aus. Und er ist da ein wenig in einer Schleife gefangen. Deshalb habe ich mir heute Morgen Gedanken darüber gemacht, wie man eigentlich umgeht mit einem Job, der so viel Negatives mit sich bringt. Also mich fragen ja die Leute immer, wie machst du das? Suizide und der Trauerredner, du hast immer nur weinende und heulende Menschen um dich rum. Ich stecke es relativ gut weg, ja, weil ich einen Abstand halten kann und weil das, was ich tue, eben diesen Menschen auch etwas wirklich Positives bringt, was ihnen hilft, ob am Tag der Bestattung oder eben durch eine Baumpflanzung. Und das hilft mir tatsächlich, nicht an dem ganzen mentalen Elend zu zerbrechen. Ja, aber wie kann man umgehen mit einem negativen Job? Darüber habe ich mir Gedanken gemacht.
psychisch gut drauf, trotz negativem Job. Wie ist das möglich? Ein Arbeitsleben, das überwiegend negative Aspekte aufweist, kann eine immense Belastung für die psychische und physische Gesundheit sein. Es gibt jedoch Wege, um mit dieser Situation umzugehen und möglicherweise positive Veränderungen herbeizuführen. Hier sind einige Ansätze aus psychologischer und philosophischer Perspektive. Also zunächst die psychologischen Ansätze. Selbstreflexion und Akzeptanz. Beginne damit, deine Situation realistisch zu bewerten. Akzeptiere, dass du in einem schwierigen Arbeitsumfeld bist, ohne dich selbst dafür zu verurteilen. Akzeptanz bedeutet nicht Resignation, sondern das Erkennen der Realität, um eine Basis für Veränderung zu schaffen. Setze Grenzen. Lerne, klare Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben zu ziehen. Dies kann bedeuten, dass du nach Feierabend keine beruflichen E-Mails liest oder Anrufe entgegennimmst. Zeit für dich selbst und deine Liebsten ist entscheidend für deine psychische Gesundheit. Stressmanagement-Techniken. Übe regelmäßig Entspannungstechniken wie Meditation, Yoga oder Atemübungen. Diese Techniken helfen, Stress abzubauen und den Geist zu beruhigen. Auch regelmäßige Bewegung kann ein hervorragendes Ventil für Stress sein. Pflege dein soziales Netzwerk. Pflege deine Beziehungen außerhalb der Arbeit. Ein starkes soziales Netzwerk kann emotionale Unterstützung bieten und dir helfen, die negativen Aspekte deiner Arbeit besser zu verarbeiten. Beratung und Therapie. Zögere nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ein Psychologe oder ein Therapeut kann durchaus helfen. Welche philosophischen Ansätze gibt es? Zum ersten die sogenannte stoische Gelassenheit. Die Stoiker lehren, dass wir die Dinge, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, akzeptieren sollten. Dein Arbeitsumfeld mag belastend sein, aber wie du darauf reagierst, liegt in deiner eigenen Macht. Praktiziere Gelassenheit und fokussiere dich auf deine innere Haltung. Marcus Aurelius schrieb, das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. Existenzialismus und Sinnfindung. Existenzialisten wie Jean-Paul Sartre betonen die Bedeutung der individuellen Freiheit und Verantwortung. Auch in einer schwierigen Arbeitssituation hast du die Freiheit, deinem Leben Sinn zu verleihen. Finde kleine, bedeutungsvolle Aspekte in deiner Arbeit oder setze dir persönliche Ziele, die über die Arbeit hinausgehen. Dann die Ethik der Tugend. Aristoteles betont die Wichtigkeit der Tugenden und des Strebens nach einem guten Leben. Frage dich, welche Tugenden du in deiner Arbeit entwickeln kannst, sei es Geduld, Mut oder Weisheit. Die Kultivierung solcher Tugenden kann dir helfen, eine innere Zufriedenheit zu finden, unabhängig von äußeren Umständen. Was sagt die buddhistische Perspektive? Der Buddhismus lehrt das Prinzip der Achtsamkeit und das Loslassen von Anhaftungen. Sei dir der negativen Aspekte deiner Arbeit bewusst, aber versuche dich nicht an diese Negativität zu binden. Übe Achtsamkeit und lebe im gegenwärtigen Moment, anstatt dich in Sorgen und Ärger zu verlieren. Nihilismus und Kreativität. Friedrich Nietzsche sah im Nihilismus die Chance zur Selbstüberwindung und zur Schöpfung eigener Werte. Wenn deine Arbeit keinen äußeren Sinn bietet, hast du die Möglichkeit, deinen eigenen Sinn zu kreieren. Nutze deine kreative Kraft, um neue Wege zu finden, sei es durch Hobbys, persönliche Projekte oder Weiterbildung. Was sagt die pragmatische Philosophie? Der Pragmatismus, vertreten durch Philosophen wie William James, betont die praktische Anwendbarkeit von Gedanken und Überzeugungen.
Frage dich, was dir in deinem Arbeitsleben nützlich ist und wie du diese Erkenntnisse anwenden kannst, um konkrete Verbesserungen zu erzielen. Experimentiere mit kleinen Veränderungen und passe dich flexibel an. Zum Abschluss noch ein paar Gedanken. Ein Arbeitsleben, das überwiegend negative Aspekte aufweist, stellt eine erhebliche Herausforderung dar. Doch durch philosophisches Denken und die Anwendung dieser Prinzipien als auch psychologischer Techniken kannst du neue Perspektiven gewinnen und Wege finden, deine innere Haltung und dein Wohlbefinden zu stärken. Das Streben nach innerer Klarheit, Sinn und Tugend kann dir helfen, selbst in widrigen Umständen ein erfülltes und bedeutungsvolles Leben zu führen. Aber wenn das alles nichts hilft, musst du eine Entscheidung treffen. Karriere und guter Verdienst und krank werden oder einen gänzlich anderen Weg einschlagen, der dich am Ende einfach nur glücklich macht und gesund erhält, so wie ich das mit Trees of Memory und dem Trauerredner auch gemacht habe.